Hallo, ich bin Meran von DocSpotters und neben mir sitzt die Frau Busch, die Programmkoordinatorin des DocFestivals. Hallo Frau Busch. Hallo. Ja, geht's Ihnen gut? Mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, und mir geht's auch gut, danke. Sie sind tätig als Programmkoordinatorin im DocFestivals. Genau. Ja, und was genau machen Sie eigentlich als Programmkoordinatorin? Ganz, ganz viel. In erster Linie alles, was mit den Filmen zu tun hat. Also die Filme, die bei uns gezeigt werden, kommen ja über Einreichungen, also Filmemacher schicken uns die. Und alles, was damit zu tun hat, muss ich koordinieren, zusammen mit meinen Kollegen natürlich. Und dann werden die Filme irgendwann gesichtet und ausgewählt. Da kommt die Auswahlkommission zu uns, denen assistiere ich und helfe ich. Dann lade ich Filme ein, dann baue ich mit meinen Kollegen das Programm. Also das heißt, ich stelle fest sozusagen, wann welcher Film an welchem Tag in welchem Kino läuft. Und noch viele, viele, viele andere Dinge drumherum. Das erinnert mich an das Motto des Festivals, das Unmögliche gefordert. Ja. Haben Sie auch das Gefühl, dass bei Ihrer Arbeit manchmal das Unmögliche von Ihnen gefordert wird? Auf jeden Fall. Also oftmals wünscht man sich, dass der Tag mehr als 24 Stunden hätte oder dass man irgendwie 1000 Sprachen sprechen würde oder dass man irgendwie an 5 Orten gleichzeitig sein könnte. Also das auf jeden Fall, ja. Also Sie machen ja die Vorauswahl der Filme, die endgültige Entscheidung hat die Auswahlkommission. Genau. Also kam es schon mal vor, dass Sie sich darüber sehr geärgert haben, wenn Ihr Lieblingsfilm nicht genommen wurde? Nein, geärgert nicht. Es ist einfach so, weil wir eben 3000 Filme bekommen und am Ende so ungefähr 160 auswählen, kann nie immer alles, was man gerne hat, dabei sein. Es passiert durchaus, dass man Filme gerne mag, aber dass die nicht passen, dass die Auswahlkommission sie nicht mag oder auch, dass sie echt aus anderen Gründen, formalen Gründen nicht reinkommen, weil sie keine Premiere mehr haben oder sowas. Also geärgert habe ich mich da nie, aber es ist immer schön, bei den Diskussionen dabei zu sein und auch zu verstehen, warum der Lieblingsfilm nicht ausgewählt wird. Ja. Wie ist das mit dem Kidstock? Gibt es da einen Unterschied bei dem Auswahlverfahren? Ja, durchaus. Kidstock ist ja ein kuratiertes Programm und da schauen wir konkret auch nach Themen. Also wir bauen eben Blöcke für Kinder und Jugendliche verschiedener Altersgruppen und natürlich schaut man jetzt für die ganz Kleinen eher nach Sachen, die ein bisschen niedlich und freundlich sind. Auch Sprache spielt eine große Rolle. Man kann jetzt keinen englischsprachigen Film für Dreijährige nehmen. Genau, also das ist eher so das Prinzip des Kuratierens, ja. Mit Kidstock sprechen Sie ja jüngere Kinder an. Ja. Also uns als Journalisten interessiert es natürlich, wie Sie unsere Altersgruppe vor das Festival begeistern wollen. Ja, also wir haben im Kidstock auch eine Sektion, die heißt ab 10. Das ist natürlich immer noch viel jünger als ihr seid. Aber da haben wir durchaus Filme, die mich auch als Erwachsene interessieren, aber die auch für Jugendliche interessant sein können. Und weiterhin hat die Auswahlkommission in diesem Jahr, also gar nicht im Kidstock-Bereich, sondern in der ganzen Auswahl geschaut, welche Filme könnten passen für Jugendliche. Und da gibt es auf jeden Fall mehrere Filme, die da sehr gut passen für euch. Ja, also denken Sie, dass es uns irgendwie begeistert? Ja. Ich hoffe, dass es euch begeistert. Ja, ich hoffe auch. Aber ja, also, es gibt ja also individuelle Menschen. Ja. Also welche 3 Filme würden Sie für die Jugendliche empfehlen? Also zum einen fällt mir ein der Film Elections. Es ist ein Film, in dem Jugendliche in eurem Alter in Sao Paulo in Brasilien Demokratie üben, ja, sozusagen. Ja, dann gibt es den Film Heart. Heart, ja. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ja. Der Film wird so geschrieben wie ein Emoji, also das Herzzeichen, also größer. Also kann es sein, aber kann ich mich nicht erinnern. Und eine 3. Genau, da geht es um Liebe. Aber da kommen halt auch viele Leute in eurem Alter zu Wort, die erklären, was sie unter Liebe verstehen, was auch sehr interessant ist. Und was für einen Film finde ich noch interessant? Es gibt den Film, der in der Kidstock-Sektion läuft, der heißt Their Voices. Da geht es um Kinder, die in einer Schule sind, die für Gehörlose ist. Also alle Kinder in dem Film sind gehörlos. Und erstmal würde man meinen, okay, die haben vielleicht andere Schwierigkeiten, Probleme und so weiter. Aber am Ende, man sieht einfach, der einzige Unterschied ist, die unterhalten sich mit Zeichensprache. Und ansonsten sind es genau die gleichen Themen, genau die gleichen Probleme und die gleichen Witze. Und es ist ein sehr, sehr schöner Film, der einem zeigt, dass wir uns alle sehr viel ähnlicher sind, als wir glauben. Mhm. Ja. Also erstmal vielen lieben Dank von Ihnen, dass Sie irgendwie Zeit für uns gehabt haben. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.